abonniert, ihr Narren. Damit herzlich willkommen auf dem wahrscheinlich sächsischsten YouTube-Kanal auf YouTube, Gerhard von Sachsen, jetzt wie wir nehmen. Und wir sind bei einer neuen Runde. Herr der Ringe, Krieg im Norden. Ich hab Bock. Wir haben in der letzten Folge haben wir den Adler befreit und sind noch auf Vornost. So heißt das Gedöns, glaube ich. Nee, so heißt es auch. Und ja, wir gehen jetzt einfach weiter, weil wir wollen jetzt uns hier, wie sagen wir so, wie sagt man das? Wir wollen uns in die Burg einschleichen. Na, und wollen, genau, diese ganzen Irks hier kaputt machen. Jetzt und benutzen. Was kann ich hier machen? Kaufen, verkaufen, kaufen. Was kann ich hier kaufen? Ah, okay. Oder ich könnte nach Bre zurückreisen. Verkaufen kann ich. Ah, okay. Gibt es immer mal so stationäre, imaginäre Nichthändler. Okay. Okay, und ich könnte hier jetzt Sachen kaufen, die das besser machen. Okay, schon mal gut zu wissen. Was ich übrigens auch rausgekriegt habe, ich habe ja letztens im letzten Dings noch gesagt, ob ich die Charaktere auch ausrüsten kann. Ja, kann ich. Dazu, das mache ich aber immer dann offstream, weil dazu müsste ich hier aus dem Spiel raus, mich auf den anderen Spieler einloggen und dann kann ich den ausrüsten und halt auch verbessern. Falls jemand weiß, ob man das auch in-game machen kann, hier irgendwo in dem Menü, bin gerne bereit für Hinweise. Ne, aber derzeit ist es so, dass ich das halt nicht weiß und ich mich halt einmal aus- und einloggen muss. Ist aber nicht ganz so wild. Ich kaufe jetzt erstmal das, was es hier so gibt. Ah, so, das ist okay. Das macht das auch noch besser. Die Frage ist, setzt das auch gleich an? Das sieht jetzt ja nach keiner Verbesserung aus. Das Schwert habe ich, Hammer. Genau. Verkaufen. Irgendwas doppelt. Bogen, Armbrust. Nö. Hier habe ich auch eine bessere. Ah ja, könnt ihr jetzt die verkaufen. Die verkaufen. Die habe ich an. Okay. Das heißt, hier könnte ich auch das verkaufen. Die zwei Ringe. Achso, wenn das so umrandet ist, das heißt, dann ist es... Genau, das Kurzschwert. Genau, das habe ich nämlich. Schild des Schleichers. Das habe ich noch. Keule des großen Knüpplers. Mal Bums drauf. Ich will ein Zwerg braucht eine Axt. Der hat eine Axt, der hat kein Schwert in der Hand. Genau. Und hier kann ich jetzt, wenn ich hier über rechts klicke, genau, kann ich jetzt das erstmal ausrüsten. So, nicht damit er hier nackt rumläuft. Zuck. Ist natürlich klar. Amulet gibt es auch noch. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen was. Wir können hier über X uns dann auch das Set angucken. Sonnenaufgang, 5%. Plus 5% Gesundheit Regeneration. Deutsch Arschkopf an der Stelle. Nein, aber wir gehen gleich in die nächste Mission rein. Nicht, dass wir uns hier so viel verquatschen. Na, okay. Okay, aktueller Bereich, normale, okay, Geheimnisse 1 von 5, Level Gesamt 1 von 5. Ja, von mir aus, so fortfahren. Achso, ist ja wahrscheinlich ja die Story, wie es halt vorgeht. Weil es halt dann doch ein bisschen linear ist. Finde ich auch nicht schlimm. Jetzt schon Ruhe. Achso, das kommt irgendwie eine Cutscene. Wir können die Maschinen einfach von der Mauer stürzen. Ah, oh, jawoll. Ich finde halt auch so ein lineares Prinzip hat halt manchmal, tut Games manchmal auch gut. Anstatt so ein erzwungenes Open-World-Feeling, finde ich manchmal so ein schlauriges, oh mal ganz geil. Oha, Irksa. Oh, jawoll. Hallo? Ein Stern greift dich an! Das wird dich niederstrecken! Brandbombe vielleicht? Das ist eine Brand? Nee, doch nicht. Scheiße. Eine Maschine müssen wir noch zerstören! Zack, kriegt man schon noch weg. Och komm. Weg damit. Runter mit dir. Klack.
Genau, das wird der Adler. Ja, neues Geheimnis entdeckt. Alter, wieder absolut zerhackt. Absolut zerhackt das Vieh. Geil. Geheimnis entdeckt. Neue Mission der Kultes. Der Kultes des Auges sucht Rat bezüglich des fremden Textes auf der Schriftrolle. Whatever. Hab ich das nicht so ganz mitbekommen. Wie gesagt, falls ich mal irgendwas verpassen sollte, ihr Rat und Anstöße habt, der liebe Pippmann hat nämlich unter der letzten Folge kommentiert, dass ich mit diesem. Dass ich mit dem Y-Angriff, also mit dem schweren Angriff, halt auch Kombos. Also wenn ich die Kombos halt habe, dass dadurch die Angriffe halt auch mehr Damage machen. Ne? Wenn ihr da das Spiel auch kennt oder Fragen habt, wie gesagt, haut es einfach in die Kommentare rein. Würde mich natürlich absolut freuen. Wie gesagt, die Videos. Achtung, da oben! Das Dach stürzt ein! Wichtiger Punkt. Ach komm. Zauberkünstler. Eieieiei. Ach nein, man muss auch treffen. Man muss auch treffen. Und oh, nee, nicht sterben, nicht sterben. Hallo. Der Zug ist gestürzt. Unterstütze ihn. Kann nicht mehr viel einstecken. Okay. Das heißt, ich sterbe ja auch nicht. Das heißt, ich werde hier wiederbelebt von Kollegen. Weil das Spiel ist nämlich auch koop-fähig. Dafür war es nämlich eigentlich auch, glaube ich, so konzipiert, dass man das wirklich zu dritt spielen kann. Ist ja jetzt... Ich weiß manchmal nicht, ob der jetzt nun wirklich tot ist. Ja, das auf jeden Fall. Na, oder ob der halt gerade am Boden liegt. Worauf schießt der? Achso. Da oben. Ach, die kommt von da oben, okay. It's the final. Axt. Ah ja, jetzt kommt halt natürlich auch mein Ich will alles haben gehen dadurch, muss ich sagen. Ich muss ja nicht auch alle Kistchen öffnen. Weil, wer die kleine Münze nicht ehrt, der ist den ganz großen Loot nicht wert. Das ist Weisheit von Geralt. Gamer-Weisheit von Geralt. Genau, dass der Adler halt auch hier mal fliegen kann. Und Arrivederci, Armbrust. Schlag dich zum Ende des irgendwas durch. Okay, ja, es geht auf die Fresse. Warte mal, ich will auch mal ganz kurz gucken. Vorhin kam irgendein Geheimnis. Ach, ich hab schon wieder Punkte. Ausdauer. Warum ist jetzt Ausdauer? Ist das, weil das der höchste Wert? Verstehe ich nicht. Ich will Stärke, ich will weiter zuklatschen. Muss auf jeden Fall ein paar auf den Kopf geben. Und wenn ich das mache, was erhöht sich hier? Ach, das ist dann der Wert, okay. Na gut, machen wir mal so. Ja, Geschicklichkeit. Eine Fähigkeit noch. Erhöht die Reichweite eines Rundumschlags. Was gibt es denn noch so? Drücke N und einzelne Nahkampfziele mit hohen Schaden. Drücke RT und X, um einzelne Nahkampfziele. Hand zu schlagen, okay. Das ist ein gesunder Nahkampf. So, Kampfschreier ist auf jeden Fall auch nice. Nice to have. Unser Weg ist jetzt frei. Der Weg ist versperrt. Und die Toten halten ihn. Karte fortsetzen. Nee, ich wollte mal gucken, was jetzt hier der Questlog. Nebenaufgabe. Genau, weil hier kam jetzt gerade Kultes sucht Rat bezüglich des fremden Textes auf der Schriftrolle. Whatever. Also ja, Arbeiten aus Westernis. Findet zweites, okay, vorn aus, okay. Ich habe jetzt gerade irgendwie was aufploppen sehen. Bam! Ah, die sind Fernkämpfer, die sind nicht ohne. Jawohl, aber Ackermensch macht, fühlt sich ja echt geil an, macht echt Spaß. Ist die Frage, ob das vielleicht dann auf Dauer ein bisschen eintönig wirkt. Ja, wenn ihr mal Bock habt, weil ich kann halt auch mit einem anderen Charakter spielen. Also ich habe am Anfang gedacht, dass ich nur mit dem einspielen kann.
Ich könnte aber halt natürlich auch mit der Gelehrtin aus Bruchtal spielen. Oder eben halt auch mit dem Dúnedain. Wenn ihr mal Bock habt, dass wir vielleicht mal mit dem anderen Charakter spielen, schreibt einfach in die Kommentare. Wie gesagt, auch einfach mal natürlich auch was, wenn ihr darauf Interesse habt, dass wir mal eine Folge vielleicht mal so damit spielen. Könnte man natürlich auch machen. Weil ich finde aber eben halt immer diesen Zwergenhumor gerade im Dialog, finde ich halt sehr geil. Finaler Schlag und tschüss. Kommt denn noch einer? Noch einer, der Bock hat, dass mein Kopf kürzer wird? Nein? Okay, da kann ich in Ruhe looten. Sehr schön. Huch. Ah ja. Das war ein Stab aus dem alten Wald. Na bitte. Ein grüner Gegenstand. Sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Das wird auf jeden Fall ein Gegenstand sein, was unsere Elpendame bekommen kann. Sehr schön. Aber wie gesagt, ist, glaube ich, mal eine geile Idee, wenn ihr wirklich Bock habt, dass wir vielleicht mal mit einem anderen Charakter mal ein Level machen. Dann schreibt einfach mal in die Kommentare unten drunter. Na, und pusht dann auch diesen Kommentar nach oben, der dann auch... Mal gucken. Ihr werdet es dann in den Kommentarenfunktionen drunter sehen, wie wir es handhaben werden. Genau. Ob ich dann hinschreibe, mit welcher Charakter in der nächsten Folge, kann man immer mal switchen. Aber ich finde halt den Zwergenrum halt übelst geil. Ach, guck mal, ein sprechender Adler. Äußere Wachanlage. Die Mauer ist frei, gut gemacht. Ich kann ungehindert fliegen. Aber andere kämpfen noch in der Stadt. Womöglich brauchen sie unsere Hilfe. Könnten es Elronds Söhne sein? Ich weiß es nicht, doch sie ziehen mit List voran und hinterlassen eine lange Spur von getöteten Feinden. Wisst ihr im Übrigen, welche Synchronstimme es ist von dem Adler? Wahrscheinlich ziehen sie in Richtung der Zitadelle, genau wie wir. Lasst uns weiterziehen. Vielleicht treffen wir mit ihnen zusammen. Ich werde euch von oben Deckung geben. Auf offenem Feld kann ich gegen unsere Feinde zuschlagen. Ruft nach mir, wenn eure Not groß ist. Das ist im Übrigen die Synchro-Stimme von Qui-Gon Jinn in Star Wars. Von dem Adler. Und eine bekannte Synchro-Stimme. Krass. Was ich so alles erkenne. Achso, und hier kann ich jetzt quasi halt auch wieder Gegenstände kaufen, oder was? Da sind Eladan und Elro hier. Beschützt die Elben. Drängt wo sind die? Schnell, wir müssen Eladan und Elro hier folgen. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Achso, hier kann ich jetzt wieder was kaufen, oder was? Achso. Kann halt auch dann Crap halt auch verkaufen. Haben wir schon eine Handschuhe? Will ich noch gar nicht haben, eine Handschuhe, will ich gar nicht. Gut, die ist auch besser. Haben wir vielleicht noch eine schöne Axt? Oh, jawohl, noch eine schöne Axt. Nehmen wir mit. Sehr nice. So, Verkauf. Ach ja, verkaufen können wir auch noch mal gucken. Können wir was verkaufen? Haben wir irgendwas zu viel? Nö, nö. Nö. Hier ist natürlich jetzt die Frage. Leichte Armbrust, vorn aus Bogen. Ah, da weiß ich halt jetzt nicht. Bin ich mir nicht sicher. Nur Waldläufer. Ne, die hatte ich getauscht bei vor der letzten Folge, genau. Das. Das trägt er gerade. Das können wir dann deren Sicht auch verkaufen. Die verkaufen wir nicht. Hier haben wir alles, genau. Das heißt jetzt bloß... hat er bloß so einen kleinen Zahnstocher hat er in der Hand. Nein, das ändern wir natürlich. Ach, das ist nur eine Einhänder? Huch. Scheiße. Das war jetzt ein bisschen lost. Mist, wenn das natürlich nur ein Einhänder ist. Ne, dann nehme ich die zurück. Scheiße. Dann war das ein bisschen blöd von mir. Ja, man sollte halt eben halt auch lesen, was man kauft. Ne? Ich will so eine Zweihänder. So ein Axt, der, so ein Zwerg hat eine Axt. Eine Zweihänder, das ist, da geht nichts drüber. Gimli ist auch nicht mit Schild rumgelaufen. Hallo? Findet Elronds Söhne? Okay, ich will hier Köpfe spalten. Zack, A um. Okay, den kann ich halt auch rufen. Oh, Alter, jawohl. Schön am Boden. Aufgesäbelt. Wir sollten einen Adler zu unserer Hilfe rufen.
Habe ich doch gerade eben schon. Wo ist denn hier mein Kollege? Hier. Ach, die sind alle da unten, oder was? Na, einfach mal da unten. Ich glaube, es ist halt auch besser, wenn man hier im Team zusammenarbeiten, wenn ich ja nicht so immer einen Einzelgänger mache. Boah, jawohl, Kopf ab. Sehr schön. Also, nein, ich bin natürlich pazifistisch veranlagt. Aber in solchen Spielen, Herr der Ringe, da... Oh, jawohl, schön. Schön den Schädel die Treppe runtergerollt. Herrlich. Aber wie gesagt, ich muss halt echt sagen, dafür, dass das Spiel von... Ich bin wieder blöd. Ich habe, glaube ich, jetzt nicht mehr meinen... Habe ich nicht mehr ausgerüstet. Ja. Okay. Hallo, wer hat mich... Wo ist denn der? Hä? Na klar, der trifft mich natürlich. Dies wäre ein guter Zeitpunkt, um die Adler zu rufen. Ja, gut, hier. Friss. Danke, Belleram. Ach so. Okay. Wo soll ich denn wissen, dass der das Ding einreißt? Bam. Rein ins Gemächt. So, jetzt gucken wir hier nochmal, was es hier noch so gibt. Wir werden jetzt das Spiel hier schön durchexerzieren. Schön enjoyen. Wie gesagt, Herr der Ringe-Feeling. Das muss man auf jeden Fall bis zum letzten Tropfen aussaugen. Sehr schön. So, haben wir den. Ah, eine Truhe. Wie gesagt, es sind halt immer so ein paar kleine Münzchen, aber im Teil, die sind... Oha, eine Keule. Eine Keule. Oh, jawohl. Keulen klingt gut. Keulen klingt nachts. Ist das eine Zwei... Können wir gleich mal gucken. Ist das eine Zweihänder? Ne, Einhandhammer. Ah. Plus zwei Ausdauer. Einhandachse. Aber wenn ich jetzt die nehme... Und die aufs andere. Geht natürlich mit. Geht natürlich nicht, ne? Das ist natürlich wieder nicht möglich. Ach, hör mit auf zu zaubern. In der einen Hand eine Keule, in der anderen Hand eine Axt. Das geht natürlich nicht. Dankeschön. Thank you for nothing an der Stelle. So, gehen wir mal hier durchs Tor durch. Ich glaube, es gibt ja noch ein paar Ork-Köpfe, die ich spalten kann. Oder von ihrer Schulter befreien darf. Sehr geil. Weiter jetzt. Okay, was ist deine Mission? Der will uns nichts Gutes, so wie ich mir das gerade. Wir sollten Belleram um Hilfe bitten. Oh, geil. Das erinnert mich so an. Das erinnert mich so krass an Helms Klamm. Nee, nicht an Helms Klamm, sondern die zwei Türme, wo Saruman die Ork-Armee. In Isengard vorstellt und dann da diese 10.000 Orks dann da stehen in Isengard. Herrlich, da kommt ja auch dieses Dödödödö. Nein, nein. Scheiße, nur nicht. Ah, da habe ich nicht aufgepasst. Heile mich. Boah, Alter. Ach so, ich kann einfach nur A drücken. Okay, reicht schon, okay. Der ist schon in der Schlacht, scheiße. Ah, kann ich... Ah, ich muss, glaube ich, mehr mit Rollen arbeiten. Ähnlich wie bei Elden Ring. Geht in diesem Lichtschein in Deckung. Aber wie gesagt, also je mehr ich das Spiel spiele, muss ich halt echt sagen, gerade in Anbetracht, was von 2011 ist, ist halt echt geil. Wie gesagt, muss ich auch, glaube ich, jetzt nicht verstecken als Spiel. Na, vielleicht, ja, man muss dann vielleicht auch sagen, klar, Ansprüche, wenn man sich das jetzt mit vielleicht... Wenn man das vielleicht jetzt mit Assassin's Creed oder mit irgendwas oder, ich sag mal so, gerade vom Kampfsystem her, vielleicht auch mit den, Batman Arkham Knights Game vergleicht. Klar, hat seine
hat seine Schwächen, keine Frage, aber wie gesagt, für 2011, Herr der Ringe, so ein Game. Hat eben halt so vom Kampfsystem halt auch ein bisschen sowas wie Mordors Schatten. Hat halt echt so seine, finde ich echt geil, macht halt echt Laune. Die Kämpfe machen halt echt Spaß. Das ist halt vielleicht auch das, was mir so bei Mordors Schatten vielleicht auch so fehlt. Mal auch so ein Koop-Modus, weil ich halt das auch echt anbietet. Ne, dass man vielleicht auch mal so zu zweit zocken kann. Hoch mit dir, mein Freund. Wir brauchen dich noch. Danke, mein Freund. Du hast keine großen Felder, was? Feder oder Felder auf deinem Leib? Schlag erstmal du. Oha, babum. Du auch nochmal kabum. Ja? Klack, das war doch ein Headshot, oder? Das kann ich noch nicht tun. Ach so, ich habe halt keine großen Felder. Lädt das irgendwann auf, oder wie verhält sich das? Na, dann hol ich sie halt selber vom Dach, ist mir auch egal. Alter, was Lego das kann, kann ich schon dreimal. Kopfschuss! Headshot, Alter. Oh, scheiße. Okay, hab nichts gesagt. Wer ist Legolas, bitte? Farin. Farin, der Zwerg. Ist er noch irgendwo? Alter. Ich habe halt keine großen Fehler mehr. Ich weiß gar nicht. Habe ich da immer nur begrenzte Ressourcen? Kriege ich die halt irgendwann nur wieder? Oder wie verhält sich das? Mensch. Nimmt er seinen Kollegen als Schutzschild. Kannst du keinem erzählen. So, jetzt haben wir den Spaß. Kann man das auch irgendwie, soll man das zerstören? Ne, kann man nicht. Sehr gut. Hier ist noch was, das nehmen wir natürlich mit. Bestimmt Bolzen oder sowas. Münzen, okay. Blub. Ja, Herr der Ringe, ne? Herr der Ringe ist halt einfach, das ist halt einfach nur Liebe, dieses Franchise. Ich liebe Herr der Ringe. Muss man vielleicht sogar sagen, noch ein bisschen mehr als Witcher. Aber einfach, weil Herr der Ringe halt mich schon meiner Kindheit her, meine Kindheit geprägt hat. Weil ich da mit meinen Eltern immer im Kino war. Zum Vorfeiertag, also vor Weihnachten. In der Zeit, wo es rauskam und halt auch so Herr der Ringe. Meine Eltern haben auch Herr der Ringe geliebt. Und dann halt auch noch mit The Hobbit. The Hobbits. Geil, Mann. Das sind einfach auch wirklich sehr, sehr gute Filme, die man sich halt auch immer wieder angucken kann. Ist mir auch letztens wieder aufgefallen, dass man auch Herr der Ringe, auch wenn das von, dass man sich da selber manchmal verblüfft ist, diese Filmreihe 20 Jahre alt ist, muss man sich mal festhalten. Wenn man die sich anguckt, denkt man sich so, okay, geil, dass das 20 Jahre alt ist, heftig. Oha, jawohl, neue Mission, oh, wurde das, sag mal, wurde das alles, oh, guck mal, hier ist ein Geheimnis, es sekret, unauffällig. Ja, klatsch, mach's auf, jawohl. Stiefel des königlichen Schmieds. Axt. Jawohl, hier ist wieder eine Axt drin. Oh, geil. Oh, Loot. Oh, schön. Haben wir hier. Oha, Medaillon. Chance auf Gesundheitskugel. Na ja, nehmen wir mit. Was haben wir hier? Etwas Schlechteres. Was haben wir hier? Auch schlechter. Nehmen wir natürlich nicht. Hier haben wir eine neue Axt. Axt des Reisenden. Jetzt halt die Frage, wenn wir zwei Äxte haben. Die ist stärker wie die zwei. Wir nehmen jetzt mal die. Warum kann ich denn da... Kann nur mit der anderen Hand. Stehe ich. Kann ich jetzt nicht zwei Äxte? Oder kann ich da bloß... Na, aber die Axt ist ja besser wie die andere. Das heißt ja quasi, macht es eigentlich schon Sinn, die zu tragen. Auch wenn das eine Zweihänder ist. Na, dann ist es halt so. Wenn die mehr Schaden macht, das regelt, ne? So, wo geht's jetzt lang, mein Junge? Okay. Hier nicht. Ah, hier gibt es noch ein bisschen was zu holen. Ja. Oh, was ist denn das? Was Blaues? Auch die Frage, wie kann ich denn die Tränke einnehmen? Kann ich das einfach hier so über... Dann über hier? Ah, und zu benutzen. Okay, einfach so. Geht dann halt einfach. Silbernes Zepter, was haben wir hier noch? Ungeschliffene Granate, Anna. Eine ungeschliffene Granate. Seht ihr? Hier finden wir so ungeschliffene Granaten. Ich habe leider noch nicht rausgekriegt, ob man hier mit dem
Ah, der kann sprinten. Okay. Ja, vielleicht sollte man manchmal auch einfach mal die Steuerung sich angucken. Dass man halt... Okay, mit den beiden Tasten. Hier kann man... Ah ja, man sprintet mit RB. Okay, gut zu wissen. Gut, dass ich das nach ungefähr 1,5 Stunden Spielstunden mitkriege, dass man auch sprinten kann. Sorry dafür, dass ihr immer beim langsamen Laufen mich beobachtet habt. Okay, das klingt... Ach, ich ahne es nicht. Das ist... Der ist groß. Spüre meinen Zorn und die Verzweiflung. Ah, ich glaube, bei dem ist es wichtig, hinter ihm zu bleiben, oder? Boah, da hat der Elfe da aber voll einen mitgegeben. Voll einen auf die 13. Aua. Bam, durch die Beine. Bei dem durch die Beine rollen. Kann unbedingt geil sein. Ah, bitte, die Kameraführung ist manchmal ein bisschen verworren, gerade bei dem großen Gegner. Hallo, ich will dich treffen. Machen wir mal Wirbel zwirbel. Hallo. Nimm doch mich in Fokus, du. Und ich sehe doch keine Lebensanzeige. Aua. Hierher, zu mir, wenn ihr Heilung braucht. Jo. Hopp, bumm. Sie hat leider echt jetzt nicht, wie viel Leben hat er denn noch? Okay, das war daneben. Man muss sie doch treffen. Bam! Okay, er ist tot. Gut. War doch gar nicht so schwer. Weiter. Adrian hat ein Level erreicht. Weiter. Ach so, okay. Ah, der lebt ja immer noch. Ach nee, doch nicht. Der zuckt noch. Da kommt jemand. Einen Troll im Kampf zu besiegen. Das ist eine beachtliche Leistung, Freunde. Na hallo, ich bin Zwerg. Es scheint, wir stehen auf der gleichen Seite. Nein. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Erlaubt uns, euch zu helfen. Wie nett. Okay, das heißt, Zusammenfassung. Geheimnisse 2, Level Gesamt 2 von 4. Ach so, okay, das heißt, hier steht auch, wie viele Geheimnisse. Gab es andere Geheimnisse? Okay, Freunde der Sonne. Ich würde an der Stelle sagen, wir haben jetzt einen großen Bergtrolli kaputt gemacht. Und wir hören uns nochmal das Gespräch an. Andriel, bist du das? Hallo, meine Freunde. Mir wurde gesagt, dass ihr vielleicht hier seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Erlaubt mir, euch meine Gefährten vorzustellen. Eradan von den Dúnedain und Farin vom Erebor. Dies sind Eladan und Elro hier, die Söhne von Elrond Halbelb. Es ist eine Freude, die Bekanntschaft solch geschickter und mutiger Krieger zu machen. Habt ihr drei den großen Adler befreit? Jawohl, Beleram ist sein Name. Das hast du gut gemacht. Aber was führt dich nach Fornost? Die Frage ist Aragorn. Sollen wir den jetzt hier erwähnen? Aragorn hat uns hierher entsandt. Die Wachen des Auenlandes wurden angegriffen. Ja, die wurden eigentlich angegriffen, ja. Aber Aragorn ist ja einer der Dúnedain, also können wir das eigentlich schon sagen. Ich bin Farin vom Erebor und Aragorn hat mich hergeschickt. Doch warum sandte Aragorn euch nach Fornost? Hat er von der Goblin-Streitmacht hier erfahren? Dies ist weit mehr als eine kleine Ansammlung von Goblins. Wir waren bei den Waldläufern an der Sarnfurt, als wir von schwarzen Reitern aus Mordor angegriffen wurden. Das sind grausige Nachrichten. Aber das erklärt noch nicht, warum Aragorn euch hierher gesandt hat. Er will die Kräfte hier beschäftigen. Die schwarzen Reiter stecken mit einem Mann namens Agandar unter einer Decke. Er ist der Anführer dieser Streitmacht.
Ich fange an zu verstehen. Aragorn will, dass du Agandar ablenkst. Ja, das ist unser Auftrag. Aber nachdem wir uns zusammengeschlossen haben, können wir mehr tun, als ihn nur abzulenken. Lasst uns den Kopf von dieser Schlange von Sauron abhacken. Eine gute Idee. Aber wie wollen wir ihn finden? Er ist sicher in der Zitadelle im Herzen der Stadt. Wir müssen versuchen, dorthin zu gelangen. Keine einfache Aufgabe inmitten dieser Ruinen. Und eine Menge Orks und Goblins werden versuchen, uns aufzuhalten. Sollten wir getrennt werden, kämpft euch zur Zitadelle durch. Dort sammeln wir uns für unseren letzten Angriff. Jawohl. In Ordnung. Lasst uns aufbrechen. Den Tod als Gewissheit? Geringe Aussichten Erfolg? Worauf warten wir? Aber wir warten natürlich darauf in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Flieht, ihr Narren. In der Hinsicht, war mir eine Ehre. Abenteuermöwen.